Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr euren Stirnbereich entspannen könnt und damit die Zornesfalten und die Stirnfalten mildern bzw. verhindern könnt. Ich bin Christina Schmid, die Autorin des Buches Qi statt Botox, zu dem es auch einen Online-Kurs gibt. Ich gebe euch den Link unter das Video. Dort könnt ihr ausschließlich natürliche Methoden lernen, mit denen man Falten mildern und die Gesichtshaut straffen kann. Zornesfalten sind sozusagen mein Spezialgebiet. So bin ich damals überhaupt zu diesem Thema gekommen. Ich habe bereits mit 35 Jahren, was jetzt mittlerweile fast 10 Jahre her ist, Zornesfalten bekommen, die man überhaupt nicht mehr sieht, obwohl ich mittlerweile 44 bin, und war unglücklich, weil ich einfach immer böse oder traurig ausgesehen habe. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und habe, wie gesagt, fernöstliche Methoden gefunden, die helfen. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dass man das Gesicht entspannt hält. Nicht nur, dass man dann besser aussieht und Falten verhindert, sondern man fühlt sich auch viel wohler. Viele Menschen leiden unter einer chronischen Anspannung im Gesicht, ohne dass es ihnen bewusst ist. Oft wird es ihnen erst bewusst, wenn sich dann Falten gebildet haben, die sie gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie zu entspannen. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig Gefühl wir für die Prozesse in unserem Gesicht haben. Das Gesicht ist ein Teil unseres Körpers und genauso aufgebaut. Es hat Muskulatur, es hat Bindegewebe. Und ich finde, dass man über das Gesichtsyoga oder zum Beispiel so Massagemethoden wie Schrüpfen und Schaben hier sehr gut arbeiten kann und sehr gut herankommt. Dennoch muss man im Alltag eine gewisse Achtsamkeit im Gesicht behalten, damit man nicht unbewusst irgendwelche Grimassen schneidet, andauernd hier anspannt. Und je müder man wird, desto mehr sammelt sich die ganze Anspannung des Tages in diesem Bereich und am Abend ist man oft gar nicht mehr in der Lage, diesen Muskel zu entspannen. Dem wollen wir jetzt vorbeugen. Ich zeige euch ein paar Massagegriffe, mit denen ihr, falls ihr zu diesen Menschen gehört, die hier ganz viel Anspannung sammeln, euch selber abhelfen könnt. Wenn man es schafft, diesen Bereich zu entspannen, schafft man es auch leichter, zum Beispiel den Nacken zu entspannen. Ja, diese Anspannung, die Anspannung im Kiefer, das hängt oft ganz stark zusammen. Manche Menschen bekommen sogar Kopfschmerzen von dieser Daueranspannung. Also es ist wirklich ganz wertvoll, nicht nur aus den ästhetischen Gründen eine entspannte Stirn zu haben. Natürlich ist auch aus der optischen Sicht eine entspannte, glatte Stirn eine schöne Stirn. Wer möchte die nicht haben? Aber bevor ihr Botox spritzen geht, versucht einmal, ob es nicht auf eine natürliche Art und Weise möglich ist, diese Muskeln zu entspannen. Wir fangen an mit ein bisschen festeren Massagegriffen und massieren den Stirnbereich mit den Fingern so rauf und runter. Jetzt ist es natürlich, wenn deine Haut trocken ist, nicht so angenehm. Da wäre es ganz gut, wenn du ein bisschen Öl nimmst oder ich nehme so ein Aloe Vera Gel, weil meine Haut hier dazu neigt, recht ölig zu sein. Und diese Massage kann man ja gut zwischendurch mal machen und da will ich mir nicht Öl auf der Stirn verteilen. Da nehme ich einfach so ein Aloe Vera Gel und dann massiert man mit den Fingern in so einem Zickzack rauf und runter, das heißt abwechselnd. Ist der eine Finger oben, ist der andere unten und umgekehrt. Schön mit einem festeren Druck, auch in der Zornesfalte. Zuerst rauf und runter und dann links und rechts. Ja, so dass die Finger sich so abwechseln. So rauf, runter. Schön, lass die Finger schön über die Stirn gleiten. Es ist wirklich sehr ratsam, entweder so ein Gel zu verwenden, das ist mir jetzt zum Beispiel zu wenig, um auf der Haut nicht, um die Haut nicht zu reizen, um nicht auf der Haut zu reiben. Und dann kann man das schön auf diese Weise ausmassieren. Besonders wohltuend ist es in diesem Bereich, wo sich die Anspannung sammelt, wo die Muskeln oft so fest, so chronisch angespannt sind. Und wie gesagt, auch auf diese Weise, so zickzack, rauf, runter, bis die Stirn schön rosa ist, bis du merkst, dass die Blutzirkulation sich verbessert hat. Gut.
Jetzt drücken wir einen Akupressurpunkt hier in der Mitte zwischen den Augenbrauen. Nimm die mittleren drei Finger und massiere diesen Punkt hier in der Mitte. Wer mein Buch kennt, wer meinen Online-Kurs gemacht hat, der weiß, das ist der Entspannungspunkt, der natürlich auch im Stirnbereich wirkt. Der ist essentiell, wenn es um die Anspannung im Stirnbereich geht. Und jetzt halten wir mit dem Zeigefinger die Enden von den Augenbrauen fest, schieben sie ganz leicht auseinander und machen die Augen weit auf. Entspannen. Noch einmal festdrücken, auseinanderschieben, Augen weit auf. Entspannen. Ein letztes Mal diesen Punkt drücken, Augenbrauen auseinanderschieben, die Augen weit aufmachen. Schön. Als nächstes treffen sich die Finger hier in der Mitte der Stirn und wir schieben sie ganz leicht, ganz ohne Druck nach außen. In der Mitte der Stirn und ganz leicht nach außen schieben. Versuch dich während dieser Massage zu entspannen. Jetzt geht es nicht mehr darum, hier Druck auszuüben, sondern wirklich deinen Stirnbereich zu entspannen. Du kannst gerne die Augen schließen und ganz entspannt von der Mitte nach außen streichen. Es ist auch eine Art Kommunikation mit der Haut und mit dem Gewebe, die sagt, bitte in diese Richtung entspannen. Ja? Jetzt nehmen wir die Finger, besser die Mittelfinger, die sich hier in der Mitte treffen und einen sanften Kreis um die Augen herum machen. Der Augenbrauenmuskel ist direkt an der Anspannung im Stirnmuskel beteiligt. Deswegen nehmen wir den hier dazu. Und wieder geht es nur um einen federleichten Druck, also nur eine leichte Berührung. Nicht die Haut schieben, sondern nur ganz entspannt massieren. Gut, jetzt bleiben wir hier draußen, außen an den Schläfen und machen hier ein paar Kreise. Diese machen wir manchmal ganz automatisch, wenn wir Kopfschmerzen haben. Wir haben schon natürlich eine tiefe Verbindung zu unserem Körper und machen viele Dinge automatisch. Wir massieren jetzt noch mit ein bisschen mehr Druck wieder hier die Linie am Haaransatz. Denn wenn es um den Stirnmuskel geht, gehört die Kopfhaut dazu. Der Muskel richtet sich ja nicht nach dem Haaransatz und vor allem steht er ja nicht alleine da, sondern ist ganz stark mit dem Hinterhauptmuskel verbunden und über den Hinterhauptmuskel auch mit unserem Nacken. Und deswegen gehört der ganze Bereich hier dazu. Und wir machen hier ganz leichte klopfende Bewegungen, massieren sozusagen die Kopfhaut mit so einem leichten Klopfen aus. Und wieder spür nach, wo es dir am angenehmsten ist. Dein Körper spricht mit dir, dein Körper kommuniziert mit dir. Zum Beispiel, wenn es dich irgendwo juckt, dann kratzt du dich ja. Dieses Kratzen ist nichts anderes als Schaben. Das Schaben wird verwendet, um Energie zu erzeugen, um einfach Energieprozesse im Körper ins Laufen zu bringen. Das machst du automatisch die ganze Zeit, ohne dass dir das bewusst ist. Ja, wenn es irgendwo juckt, dann kratzt dich, weil du hast jetzt gewisse Energieprozesse ins Laufen gebracht, dann mach das ruhig. Nimm dir, jetzt schaust du dir natürlich das Video an, aber wenn du es dann nur für dich machst,
dann spür ein bisschen hinein, wo braucht der Körper was. Du wirst sehen, du nimmst es eigentlich ganz deutlich wahr, wenn du dir einmal die Zeit nimmst, ihm zuzuhören. Am Ende ist es ganz gut, hier noch unterhalb vom Schädelknochen leicht auszumassieren. Da, wo der Schädelknochen endet, dort hineinmassieren. Und es kann durchaus sein, dass du dort einige schmerzhafte Punkte findest, dann bleib einfach drauf, mach dort Druck, bis es ein bisschen leichter wird. All diese Anspannung ist direkt mit deiner Stirn verbunden. Dann kannst du auch weiter unten massieren im Halsbereich. Kurz nachspüren. Fertig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es mir zu sagen. Und wenn dich dieses Thema anspricht und du Lust hast, dem Alterungsprozess mit natürlichen Methoden zu begegnen und auf eine natürliche Weise deine Falten zu mildern, dein Gesicht wieder ein bisschen zu straffen, schönere Konturen zu bekommen, ich gebe dir einen Link unter das Video zu meiner Homepage, auch zu meinem Online-Kurs, wo du Methoden lernen kannst, die extrem effektiv sind, natürlich sind und gesund sind und dazu führen, dass dein Gesicht nicht nur besser aussieht, sondern dass es sich richtig fit anfühlt und du fühlst dich dann richtig wohl in deiner Haut. Alles Liebe und bis bald!